Oberreuth, Südstadt, Rindheim, Bayertheim, Durlach, Trilingen, Neureuth und Dachslanden, Bulach, Waldstadt, Grünwinkel und Trippur, Nordost und Weststadt, Digga, das ist Karlsruhe. Guten Morgen, wir haben heute nicht nur Sonne mitgebracht. Guten Morgen, wir haben heute nicht nur Sonne, sondern auch gleich eine gute Nachricht zu Beginn des Tages. Und zwar haben wahrscheinlich mindestens zwei Leute unserer letzten Folge bereits was gefunden. Und das freut uns natürlich sehr, dass das gleich gefruchtet hat und wir erfolgreich Wohnungen und WG-Zimmer vermitteln konnten. Gleichzeitig freue ich mich auch auf das, was heute kommen wird. Und zwar besuchen wir den nächsten Stadtteil. Und ich treffe gleich die neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die mir erzählen, wer sie sind und woher sie kommen. Und jetzt klingel ich mal und gucke, ob die schon da sind oder nicht. Moment. So, auf geht's. Wer bist du? Also ich bin Kevin. Ich komme aus Kolumbien. Ich studiere Chemie in Genua-Wesen. Und ich bin hier, weil ich eine Wohnung suche. Ich bin Benjamin. Ich wohne zurzeit noch in Leipzig, was die WG-Suche etwas erschwert. Deswegen finde ich das Projekt hier super sympathisch und total hilfreich. Habe mittlerweile 12 WGs angeguckt, 12 Absagen gekriegt. Alles ein bisschen schwierig. Irgendwo wartet die perfekte WG. Hallo, ich bin Kushal Kadiar, ich komme aus Indien. Früher habe ich mehr als 100 E-Mails geschrieben, aber niemand hat mir beantwortet. Jetzt wohne ich an der Yorkstraße in einem Zwischenmieter, aber am Sonntag muss ich raus. So, ich habe keine Ahnung, wo muss ich gehen. So. Ziel des Projektes ist natürlich, dass euch morgen Leute sehen werden in einem Beitrag zusätzlich und direkt bei uns anrufen können, sich melden, wenn sie was für euch haben. Achso, falls sich jemand fragt, wer diese junge Dame neben mir ist, die ab und zu im Bild auftaucht, das ist Valerie, unsere Produktionsfee und Assistentin. Valerie, moin. Moin moin, genau, ich bin so ein bisschen das Mädchen für alles. Ich kümmere mich darum, dass alle zu ihrem Frühstück kommen. Ich beantworte Mails, nehme Anrufe entgegen, organisiere die WG-Castings und suche die Bewerber raus. Genau, und gucke, dass hier keiner verhungert beim Dreh. Noch jemand ein Croissant? wie bist du bis jetzt vorgegangen? Was meinst du, wie viele Leute du angeschrieben hast? Viele. Ich weiß nicht, sag mal 50. 50. Davon haben sich vielleicht 14 gemeldet bis jetzt, hatte 12 Castings, 12 Absagen, gestern abends 13. Da kriege ich heute Abend eine Antwort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere WG zu besichtigen und am Tisch mit uns zu quatschen. Du hast auf uns einen sehr sympathischen und entspannten Eindruck gemacht und es war daher ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztendlich haben wir uns nach längerer WG-Diskussion nun doch für jemand anders entschieden. Wir wünschen dir dennoch viel Erfolg bei der Zimmersuche und hoffen, dass du einen guten Start in Karlsruhe hast und deine Zeit hier genießt. Viele Grüße. Naja, war trotzdem schöner Abend. Das ist ja toll, dass sie da sind. Baustellen. Perfekt. Wir machen jetzt ein Baustellenquiz. Wo sind wir? Los, zieh, da geht noch was. Jawollo. Und runter, auch noch ein. Tag, ich heiße Sie auch willkommen, allerdings in Dorlach, weil alte Dorlacher sagen Dorlach. Dorlach. Lauter Riesen sind da mir gegenüber. Lauter Riesen. Danke. Also ich heiße Ria Prusel, ich habe das Ganze hier ein bisschen mitveranstaltet, habe den Teil in Durlach mitgeplant und werde heute auch den Tag begleiten mit Ihnen. Freue mich schon drauf, bin gespannt. Mein Name ist Ingrid Leitz, ich bin vom Historischen Verein Freundeskreis Pfinzgau Museum und ich darf Sie heute etwas durch Durlach führen und Ihnen etwas von Durlachs Geschichte erzählen. Also mein Name ist Hildegund Brandenburg, ich bin seit 1981 Durlacherin. Ich habe hier in Durlach ein Architekturbüro mit meinem Mann zusammen. Ich war 15 Jahre lang Ortschaftsrätin, 2 Jahre Gemeinderätin und bin jetzt noch Mitglied im Kulturbeirat. Das war's. Das war's. Weiter geht's.
für dieses Jahr 76 und so lange lebe ich in Durlach. Das ist eine Liebeserklärung an so einen Stadtteil, oder? Ganz bestimmt. Oh, hallo. Hallo, hallo, freut mich. Ja, mein Name ist Alexandra Ries, ich bin die Ortsvorsteherin hier vom schönen Stadtteil Durlach. Die Turmbergbahn ist die älteste noch in Betrieb befindliche Standseilbahn in Deutschland. Und mit ihr erklimmen wir den Turmberg, der Hausberg von Durlach. Wir werden heute auch sicher eine wunderschöne Aussicht haben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt nämlich auch Treppenstufen, die wir gehen könnten, über 500. Aber ich glaube, wir entscheiden uns heute für die Bahn. Na, was würdest du hier machen, wenn du hier abends im Sonnenuntergang sitzt? Kann man schon mal ein Bierchen trinken. Wir stehen hier an dem sogenannten Lebensbrunnen und hier auf diesem Brunnenrand sind Tierpaare zum Teil in eindeutig kopulierenden Stellungen. Es ging ein Aufschrei durch Durlach zur Sauerei direkt am Marktplatz. 400 Unterschriften wurden gesammelt, aber er steht bis zum heutigen Tag und ist inzwischen sehr beliebt, wie die Frau Ries ja auch erzählt hat. 1565 hat Durlach einen großen Aufschwung genommen, denn Karl II. Hat seine Residenz von Pforzheim nach Durlach verlegt und der wird in Durlach genannte Karle mit der Tasche. Das muss ich jetzt so im Dialekt sagen, Karl mit der Tasche. Hört sich für einen Durlacher furchtbar an. Es ist sehr idyllisch, würde ich sagen. Es ist halt ein komplett anderes Feeling. Also es ist wirklich diese mittelalterliche Stadt im Vergleich zu Karlsruhe. Es ist halt alles etwas ruhiger. Das Fachwerk ist halt faszinierend. Es ist ruhiger als Karlsruhe. Ich habe noch nicht einen jungen Mann oder Frau gesehen. Dennoch immer noch relativ weit weg vom Stadtkern, sage ich mal, was mein Hauptproblem mit Durlach wäre. Und Karlsruhe ist nie so weit von hier, so ich kann immer eine Straßenbahn nehmen und nach KIT gehen. Das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Als ich hier zur Schule gegangen bin, haben wir im Zeichenunterricht diesen Karle mal zeichnen müssen. Und das ist meine Zeichnung aus dem Jahr 1956. So stand der Karle hier. Die Geschichte ist interessant. So, jetzt stehen wir vorm Kranz. Da kriegen wir jetzt unser Mittagessen. Die haben extra für uns aufgemacht. Und drinnen treffen wir auch ein paar ganz unterschiedliche Durlacher, die hier leben, die entweder hier hängen geblieben sind oder hier aufgewachsen sind. Und die werden während des Essens einfach ein bisschen was erzählen, wie es ihnen hier geht oder cool, wenn sie Fragen haben. Also ich bin der Jürgen Zöller und ich wohne hier und ja, lebe seit 20 Jahren in Durlach und fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Die Leute sind freundlich hier, es ist, hat so ein leicht mediterranes Flair sogar. Und man hat alles, was man braucht hier. Also es, ich finde es ja auch, wie der Jürgen schon vieles gesagt hat, es ist wunderschön. Es ist eine tolle Mischung zwischen Stadt und Dorf. Wie die anderen das auch gesagt haben bis jetzt, sehr tolle Infrastruktur, tolle Unternehmen hier. Und gute Arbeitsplatzbedingungen hier. Ich bin vor 10 Jahren ungefähr hergezogen und ich kann wirklich sagen, dass ich mich vom ersten Moment an in diesen Stadtteil verliebt habe. Und gleich gemerkt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen anders als Karlsruhe. Jetzt geht's weiter. Wir gucken uns noch ein bisschen Durlach an und ein paar interessante Spots sind bestimmt dabei. Nachher geht's ja wieder auf WG-Suche. Wir werden schon gestriezt ab und zu. Atelier Kopfwelt. Let's go. Oh, grazie. Wir schicken die drei jetzt hoch, sind gespannt. Leute, wir wünschen euch ein gutes WG-Casting und warten hier auf euch und sind gespannt, was ihr dann gleich erzählt. Sie klingelt jetzt, okay? Hey.
ihr wart gerade oben bei der Besichtigung. Erzähl mal, wie es war. Das Zimmer war sauber. Das war ein schönes Zimmer, aber es ist etwas teurer. 982 Euro Kaution. Wie hast du es empfunden? Das Zimmer war sauber, aber es war unmobiliert. So, ich muss meinen eigenen Schrank und Stuhl kaufen. Und es war sehr teuer für mich, weil wir bekommen nur 700 Euro pro Monat aus der Bank. Und wenn ich 500 Euro für Miete bezahlt, ich habe kein Geld für Essen oder rausgehen. Das ist unmöglich für mich. Wir bitten euch, meldet euch, wenn ihr einen von den dreien sofort einziehen lassen wollen würdet oder wenn ihr ihnen ein Casting ermöglicht. Soweit ich weiß, seid ihr die ganze Woche auch noch vor Ort, also man kann euch einladen, oder? Ja, definitiv. So, wenn jemand ein Zimmer hat, schicken sie die Einzeige zu ihnen. Deshalb sie können uns das Zimmer anschauen. Ja. Das wäre schön. Also wir haben uns jetzt erstmal mit Eis eingedeckt, wie man sieht. Und haben alle so ein bisschen das Problem, dass wir ziemlich traurig sind, dass wir gerade kein Zimmer vermitteln konnten. Und wie eben schon angekündigt, hoffen wir doch sehr, dass sich noch einige von euch melden werden und einen der Jungs vielleicht einlädt zum Casting. Die Nummer wird gleich eingeblendet. Unsere nächste Station ist ein anderer Stadtteil, der sich komplett von Durlach unterscheiden wird. So viel kann man auf jeden Fall schon mal verraten. Wir freuen uns auch sehr auf den dortigen Stadtteil-Mentor. Meldet euch, wenn ihr ein Zimmer habt. Meldet euch, falls ihr noch eine WG sucht. Wir haben auch noch ein paar ganz wenige Plätze frei. Und freuen uns auf alle, die an dieser Aktion teilnehmen und uns helfen, Leute zu vermitteln. Macht's gut, bis dann. Oberreuth, Südstadt, Rindheim, Bayertheim, Durlach, Trielingen, Neureuth und Sachsen-Anhalt, Waldstadt, Grünwinkel und Rüppur, Nordost und Weststadt, Digga, das ist Karlsruhe.